Servusle, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr reinschaut zu unserer Daily Dosis Arc mit dem Voucher und mit dem Alderle. Wir sind auf dem Heimweg in den Redwood, weil ich gerade Redwood sage, der sieht auch recht rot aus heute, unser Benno. Wir sind auf dem Heimweg, der Tag ist gerade angebrochen. Der Weg wird uns durch die Wüste führen, Leute. Eine ganz, ganz kleine Planänderung gibt es. Ich möchte nicht allzu viele Ecken anlaufen. Wir schauen jetzt nochmal kräftig nach Honig und dann machen wir uns so zielstrebig als möglich auf den Heimweg. Ich habe tierisch Bock, den Redwood fertigzustellen. Ich habe tierisch Bock, das Zuchthaus aufzustellen, dass wir Rex-Babys machen können. Und natürlich alles mit dem großen Hintergedanke, bald am Canyon anzufangen. Eine ganz kleine Info brauche ich noch für diese Woche, beziehungsweise möchte ich euch noch geben. Es kann unter Umständen sein, dass diese Woche der ein oder andere Clip mal ein bisschen später kommt als sonst. Wer die Krise miterlebt hat, weiß, ich wollte ja umstellen. Das heißt, ich habe gesagt, ich suche mir einen Halbtagsjob, der passend zum Kanal von der Zeit her liegt, sodass wir hier richtig Gas geben können. Ich habe jetzt was gefunden, das muss ich jetzt einpendeln. Weitere Infos dazu gibt es in einem separaten Infoclip noch diesen Monat. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Wer es wissen will, wann sich was verschiebt, schaut im Uploadplan auf der Shoutbox oben, da gebe ich es immer einem. Oder bei Facebook werde ich es auch ankündigen, falls mal irgendwas verrutscht. Das dauert jetzt eine Woche, zwei, bis ich hier eingefahren bin, Leute. Kann also mal was verrutschen. So, die Info wollte ich euch geben. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich würde sagen, nächster Halt ist tatsächlich direkt unterm grünen Obelisk und dann gehen wir ein bisschen auf Honigtour. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich den Barry noch angehängt habe. Ich glaube, den habe ich nämlich weggezogen vorhin. Der folgt nämlich mir und das soll er ja nicht. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir ruhig im Uploadplan. Wie gesagt, Infos zu dem Job, was ich jetzt mache und wie es hier weitergeht, Dinge, Supportmöglichkeiten, all die Dinge mit Stream und so weiter, kündige ich dann in diesem Clip an. Mal gucken, gegen Ende des Monats werde ich den wahrscheinlich fertig haben. Dann wisst ihr Bescheid, was euch hier dieses Jahr noch erwartet, bis Weihnachten und bis Neujahr. Ne? Das nächste Jahr planen wir dann irgendwann nach Weihnachten. So, meine Lieben. Das war's. Anderthalb Minuten geschwallert. Wir können eigentlich weiter. Ich hoffe, die sind alle noch eingestellt, wie sie sollen. Wir haben immer noch im Hinterkopf, dass wir Fisch brauchen für unseren Knilch, hätte ich jetzt fast gesagt, für den Benno, ne? Also, komm, wir laufen jetzt mal den Fluss entlang. Da vorne werden wir uns irgendwo dann stationieren. Ich gucke, ob die alle folgen. Zwei Bären und der Mr. Links. Alles klar, das passt soweit. Pachi da drüben, der ist eigentlich friedlich. Hast du jetzt gerade den Stamm da zertreten, Rexona? Bist du denn gut drauf? Musst es sagen, ne? Also, wie gesagt, wir gehen jetzt zielstrebig nach Hause. Ich habe ja erst überlegt, dass wir noch ewig auf der Map rumgurken, aber jetzt sind wir so lange unterwegs und es wird auch Zeit, glaube ich, dass wir mal wieder ein Baby in den Folgen haben. Und nicht nur Kombi-Babys, sondern mal was Größeres. Und die Rexe brauchen wir ja für den Boss und dann bauen wir das Zuchthaus auf und die Werkstätten. Parallel mache ich ein bisschen was an der Wall, allerdings komme ich leider nicht dazu, viel zu machen, ne? Weil zeitlich halt. Aber wenn wir da einigermaßen so weit sind, dass die Wall fast fertig ist, das Zuchthaus steht und die Werkstatt, dann gehen wir zum Canyon, Leute, und dann werden wir uns da ganz gemütlich eine kleine Ecke ausrichten, von wo aus wir den Canyon bebauen werden dann. Und irgendwann kommt dann auch die erste Bossbegegnung, also da bin ich auf jeden Fall ziemlich scharf drauf. So, guck mal, der Bienenstock da hinten ist wieder da, jetzt probieren wir das gleich mal. Wir schnappen uns jetzt mal den Bär, die sind aber gemächlich, ich habe den bestimmt wieder tierisch überladen, den Links, oder? Ayo, den habe ich bestimmt wieder überladen ohne Ende. Links, mein Freund, bleib mal kurz stehen. Ich will mal kurz was gucken. Nee, so arg überladen ist der nicht. So, Alterle, komm, lauf mal weiter. Du hast ein Ziel. Du hast ein Ziel. Verfolge dein Ziel. Schaffe ich den? So der Klassiker, ne? Wenn du runterspringst, wie in so einem Western, wenn du runterspringst auf dein Pferd und es macht einen Schritt nach links. So eine Lucky Luke-Situation würde ich das jetzt mal nennen. So, du und ich, wir gehen jetzt Honig holen. Und zwar richtig. Heute machen wir es richtig mit Rechtsklick. Servus. Ja, ja, ich weiß, es war mein Fehler, dass ich den Weg laufen bin. Alterle, was ist mit dem los? So, Leute. Wenn wir das jetzt schaffen mit einem Rechtsklick, müssten wir theoretisch 15 Honig einsammeln. Boah, sind die nicht nachgespawnt, die Dinger? Die Bienenstücke sind nicht wieder da. Das ist nicht so schön. Da bin ich gar nicht froh. Die waren doch hier, oder? Da ist er. Da ist zumindest mal einer. Ich weiß nicht, ob wir den schon warten. So, mein Freund. Nee, du musst näher hin. Du musst näher hin. So, Rechtsklick. Ja, Leute. Guck mal. 15 Honigholder. Aber nur einmal. Honig sammeln in 3 Minuten. Das ist scheinbar nur ein Bienenstock. Nee, waren zwei. Lass mal reingucken kurz. Nee, da ist es nicht drin, sondern im Bärle. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr schon was geschrieben habt, tippmäßig dazu. Die Folge, wo ich die Honiggeschichte verpatzt habe mit dem Bär, ich habe ja die Bienenstöcke zusammengeschlagen, wo ich gefragt habe, Leute, die ist gerade raus. Da kommen jetzt gerade die ersten Kommentare. Den ersten, den ich gelesen habe, ist ein tolles Video. Nach 2 Minuten, Alter, hast du gar nicht angeguckt, gell? Ist aber trotzdem lieb. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, ich will noch mehr Honig finden. Ja, mein Freundle, was ist mit dir los? Wo kommst denn du her? Oh, 4er Schaden. Ist kein allzu hoher. Schau dir mal die Brontos an.
wie der Bronto tanzen kann. Was ist das da hinten? Da flattert ein Agi, oder? Oder ein Greif. Oh, ist ein Greif. Greifen stauben immer so. Bitte hab nicht so ein hohes Level. Ich habe jetzt echt Bock heimzugehen. Ich will jetzt nicht unbedingt zähmen. Wenn er über 100 ist, nehme ich ihn mit. 25er. 25er ist ein bisschen klein, Leute. Oder sind wir uns einig? Ist ein bisschen klein. Wenn es ein 100er gewesen wäre, hätte ich jetzt alles über den Haufen geschmissen und hätte gesagt, wir zähmen den Greif. Wir zähmen aber noch Greifen, ne? Das will ich damit jetzt nicht sagen. Das kommt auf jeden Fall noch, Leute. Pass mal auf. Wir machen da schon mal Leben rein. Ich bin nämlich immer noch nicht überzeugt davon, dass wir keinem Giga in den Weg laufen. Und da kamen ja schon die ersten Ankündigungen, schaffst du nicht. Wahrscheinlich will ich dann einfach nur wegrennen und zumindest so lange leben, bis wir weg sind. Die Keulen kannst du rausmachen. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Samen können wir rausmachen, dass ein bisschen aufgeräumt ist. Jetzt weniger wegen Gewicht gerade sortiert. Jetzt sage ich es schon dazu. Wo ist denn jetzt unsere Karawane? Wo habe ich die Karawane gelassen, Leute? Da hinten. Gut, jetzt ist die Frage natürlich, aber da vorne kommen noch mehr Bienenstöcke. Mit 15 brauchen wir nicht heim, weil schon allein der neue Bienenhive, den ich bauen will, der S Plus, der kostet ja einen Haufen, ne? Ja, geh mal hin, schön klicken. Guck nochmal, vielleicht ist doch noch ein Bienenstock im Bienenstock. Das Schöne ist halt, dass sie nicht kommen, ne? Ne, brauchen wir nicht weiter gucken. Und da war jetzt auch nichts mehr irgendwie hier, gell? Lum, li, lum. Lum, lum, li, lum, li, lum, lum. Auch eine schöne Stelle, muss ich sagen. Ist auch nice. Gefällt mir gut. Und rechts dann halt dieses moderne Ding da. Ist richtig gut. So, komm, wir ratzeln ein bisschen weiter, Leute. Wir müssen ja noch ein bisschen Weg zurücklegen. Blumen habe ich jetzt auch überlegt. Sollen wir jetzt echt Blumen fahren? Wir haben in den Highland Spots. Da kann ich Blumen holen, wenn wir brauchen. Der Greif staubt sich eins ab da hinten. Ich bin gerade am... Ach, da hinten stehen wir. Fiomia, welches Level? Entschuldigung, voll angedötzt. Ich glaube, den haben wir gestern schon... Der hat voll die Armeefarben. Guck mal. Der hat voll den Tarnfleck. Ziehst du mal rein, oder? 15er, kleiner 15er Tarnfleck Fiomia. Lum, li, lum, la, 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 li, la, lum, lum. So, kurz auf den Links gekrabbelt. Dann hauen wir den Bär hin. Ich hole aber den Honig schön raus. Den haue ich gleich in den Kühlschrank. Im Bär hat der Honig eine Spawnverfassung 1 Stunde 16. Bei uns 19 Minuten. Und beim Links im Kühlschrank, das werden wir jetzt gleich erleben. Das werden wir jetzt gleich leben. Achso, das sehe ich jetzt gar nicht, ne? Aber wahrscheinlich halt insgesamt länger. Jo, guck mal, einen Tag. Also das lohnt sich, wenn wir das umschichten. So, meine Lieben. Hekti-Mekti. Mal kurz hier drauf. Dann muss ich den richtigen... Wo ist denn der Bär? Mary folgt links. Du musst noch folgen. Jetzt passt die Geschichte. Und wir gehen weiter. So. Perfekt, Leute. Jetzt sollte ich aber nicht unbedingt an dem Greif vorbeistaxen, denke ich mal. Sind wir auf K? Ah, ich war auf K drauf, deswegen... So, ein bisschen schneller, dann braucht er nämlich hier nicht die große Tour machen. Super. Also Leute, wir gucken mal eben auf die Map, wo wir überhaupt sind. Ich habe nämlich keinen Plan. Ja, wir müssen da hinten beim Schneebergle links um die Ecke Richtung Wüste. Und dann laufen wir sehr zielstrebig nach Hause dieses Mal. Wir sind sehr, sehr lang unterwegs. Ich brauche jetzt auch gerade, weil mit der Umstrukturierung hier, so ein paar ruhige Bauminuten oder Folgen. Bauminuten wäre schon toll. So, haben wir jetzt tatsächlich schon mal 20 Honig. Dann brauchen wir jetzt mindestens noch 30 Stück. Alleine für die Tatsache, den S Plus aufzubauen, ne? Das ist ja so der Hauptgrund. Ich gucke aber eben nochmal rein, Leute. Nicht, dass ich mich da jetzt ein bisschen vertue oder sowas. Boah, es war B. B hieß das Ding. Hier ist er. Stroh ist kein Problem. Die Blumen hole ich dann in den Highlands. 50 Honig. Und die produziert es halt bei uns nur unheimlich langsam. Deswegen habe ich gedacht, wir machen das hier gleich mit. Der Greif ist schön. Da hole ich mir auf jeden Fall ein. Minimum. Eigentlich zwei, wir haben ja gesagt, von allem zwei Stück. Jetzt habe ich es gerade schon gesehen, jetzt hole ich es wieder ab. Wobei, das werden wir hauptsächlich jetzt dann im Redwood machen, die Dinger einsammeln. So, weil sonst muss ich jetzt hier wirklich absteigen, absteigen, absteigen. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Sollen wir uns an dem Greif vorbeiwagen? Weißt du was, wir kämpfen, dann kann ein neuer nachspawnen. Wir kämpfen kurz mit dem. Wenn ich ihn schon nicht hole. Ich will aber mal sehen, was hat denn so ein Greif für Leben? Wo hat denn der seine Hitbox? Hier. Jetzt habe ich es natürlich nicht gesehen, aber der scheint nicht viel Leben zu haben, ne? Ey, das kriegen wir schön platt. Das, oh, guck mal, der kommt schon auf uns zu. Aber erwischt habe ich ihn nicht. Alter, ist das ein schönes Tier, Leute. Will der gar nichts von uns? Der will gar nichts von uns. Jetzt wäre natürlich die Frage, greift er mich an, wenn ich den mal irgendwann pull? Also wenn ich zu Fuß unterwegs bin, greift er mich dann an? Oder ist es eher einer, der flüchtet? Oh, alles klar. Hahaha, jetzt weiß ich's. Und ich habe die Tiere auf Passiv. Ja, komm doch mal rum. Komm doch mal rum.
Ich stelle die gleich nochmal um, glaube ich, bis ich was zähme. Geht ja noch ein bisschen Zeit ins Land. Ich will nur nicht absteigen, nicht, dass der mich fortträgt oder sowas. Er hat mein Feuer kaputt gemacht. Der macht noch mehr kaputt, wenn ich nicht aufpasse. Der hat mein Feuer da oben runtergeholt, der Drecksack. Komm, wir machen den mal platt. Vielleicht kann da was... Vielleicht droppt da was Cooles oder so. Ist da Täschle übrig? Nee, ne? Ist das sein Täschle? Nee, ist ein Kacker. Ist das ein Greifenkacker? Mittelgroßer Kothaufen. Barry. Das war der Barry. Das war kein Ding. Ich gucke aber mal hier rein, ob irgendwas vielleicht gedroppt ist und ich habe es nicht gesehen. Sieht aber nicht danach aus, ne? Also gut, muss ja auch nicht sein. Nein, nein, du brauchst nicht umdrehen, Digga. Wir gehen weiter. Ah, hättest nicht umdrehen brauchen. Hättest nicht umdrehen brauchen. Aber ich muss die Tiere wieder einstellen. Ich hab's schon wieder vergessen. Pass auf, ich guck nochmal. Ich glaube F2 war's, gell? Hauptsache, ich habe die Tasten belegt und weiß es nicht mehr. Moment. Moment, meine Lieben. Moment. Greife dein Ziel an. Dann war's F3 mit neutral. Das reicht uns. Und weiter geht's. Hier wollte ich kurz reinlinsen, ob da Honig ist. Nee. Boah, der Loot Drop, kriegen wir den? Ohne, dass ich jetzt alle Tiere abhänge. Wir haben unseren ersten Greif getötet. Was flittert denn hier rum? Was fliegt denn hier rum? Eine einsame Drohne. Grüß dich. Ah, ne, eine Bienenkönigin. Ah, das ist die vom letzten Mal, oder Leute? Komm, wir gucken kurz nach dem Loot Drop. Vielleicht kriege ich den. Und dann gehen wir rechts zu dem Hügel. Da haben wir das letzte Mal nämlich die Bienenkönigin freigelassen. 10 Stück. Komm, bitte Ark, bitte Ark. Lass es mir da. Ich hab voll Bock, ein bisschen zu looten. Danke, Ark. Hättest du auch wegmachen können. Wäre jetzt egal gewesen. Fisch, Leute, Fisch. Habe ich schon wieder vergessen. So, ich guck mal. Da müsste eigentlich noch ein Hive übrig gewesen sein beim letzten Mal. Da war die Bienenkönigin. Sieht jemand einen Hive? Ich sehe keinen. Haben wir die das letzte Mal weggemacht? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. So, Mary Baby, pass mal auf. Pass immer auf. Geh mal mit mir das Ding hier absuchen. Du kommst hier nicht hoch. Warum kommst du hier nicht hoch? Guck mal, hier ist noch unser Schlafsack, Leute. Da war ein Bienenhive. Wir haben die hier nie... Da ist er. Da ist er. So. 15 haben wir schon mal. Ich könnte den jetzt auch kaputt machen, aber ich habe immer gedacht, da steckt noch einer drunter. Ne, Leute. Also die nächsten 15 haben wir auf jeden Fall jetzt geholt. Wir gucken mal hier noch am Berg entlang. Hier müsste es normalerweise noch ein paar geben. Dann haben wir wirklich die Honigfarm-Geschichte vielleicht heute erledigt. Das wäre gut. Und biegen schon mal in die Wüste ein, ne? Barry, siehst du hier irgendwo noch einen kleinen Bienenhive? Ach so, Mary, Entschuldigung. Ja, ich hab's nicht so mit dem Namen, weißt du? So, hier ist, glaube ich, kein Honig mehr. Aber immerhin, jetzt haben wir schon mal 35 Stück. Guck mal hier noch ein bisschen rum. Also hier, wenn ich eine Biene wäre, wenn ich eine Bienenkönigin wäre, Leute, ich würde hier nisten. Ich würde mir hier mein Hive hinlegen. Und guck mal, Raptoren. Willst du kämpfen, Mary? Komm, hol sie dir. Schnapp ihn dir, Mary, schnapp ihn dir. Oh, das ist, glaube ich, einer von dem Ding, oder? Leute, guck mal. Ist ein Schwarz-Weißer, gell? Ja, aber das ist jetzt egal, 95 ja. Also die Farben gefallen mir, aber wir machen das Event erst weg, wenn ich ein paar Tiere habe. Das ist klar. Und ich habe mir überlegt, wir machen dann eine separate Tour. Wir werden ein paar Rexe töten. Ja, dann übernachten wir in der Bay einmal. Und dann schauen wir mal, ob was nachspawnt. So als kleine Zwischenrunde zwischen den Redwood-Baufolgen habe ich mir überlegt, dass wir ein bisschen Abwechslung kriegen, ne? Ja, irgendwie in der nächsten Woche oder so. Dann fliege ich uns rüber offscreen. Und dann steigen wir da einfach mal zusammen ein und gucken, was wir erreichen können. So, wo gehen wir jetzt hier lang? Wo sind wir denn überhaupt? Ja, wenn ich eine Bienenkönigin wäre, würde ich mich verfliegen, aber ich würde hier mit Sicherheit nicht nisten. Wow, Leute, sieht das hübsch aus. Guck mal. Guck mal. Toll, oder? Aber ich wollte hier nicht sein. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. 2 Meter Grand und schon verlaufen. So, komm, Alter, ne? Geh mal hier rüber. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, weil wir wollten ja eh nach Bienen gucken. Ich kann doch jetzt aber hier nicht eine Viertelstunde warten, bis der Hive dann wieder ready ist für uns, oder? Mal hier bist du gerade zum Raptor gelaufen. Dann müssen wir da wieder runter, glaube ich. Hier hat es nirgendwo Honig. Das hört sich an wie was Großes. Ah, ein Kanu. Ein Kanule. Den schaffen wir. Den schaffen wir. So.
Ich dachte gerade, dümm, 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 wenn da jetzt ein Rex kommt und ich hopf hier mit meinem Bärle rum. Ist auch nicht so geschickt, ne? Komm, wir gehen zurück zur Karawane. Wir laufen noch ein Stück weiter rein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir weiter drin noch was finden. Hier machen wir die weg. Vor denen habe ich so Panik. Wie im Real Life halt. Alles, was irgendwie nach einer Biene aussieht oder so, oder nach einer Wespe, ist nicht so meins. Dreh. Ja, stell dich ihnen. Stell dich ihnen. Chitin machen die, ne? Die geben Chitin. So. Den haben wir ja schon gelootet hier. Und da war auch kein zweiter, glaube ich. Leute, Honig, ne? Ich mache jetzt einfach nur eine kleine Honigtour. Ich hoffe, ich finde noch irgendwo ein Häufle. Ein Häufle. Ein Häufle mit Biene. Und wir gehen kurz ans Wasser nach Fisch gucken. Für unseren Barry. Beziehungsweise für unseren Benno. Jo, die Zeit fliegt, Alter, ne? Also, ich habe es jetzt angekündigt, ne? Falls ich diese Woche etwas verbollerter wirke als sonst, Leute, liegt es an der Umstellung. Und wenn mal ein bisschen was sich verschiebt, liegt es auch an der Umstellung. So, damit ihr Bescheid wisst und der Infoclip folgt. Und dann wisst ihr, dass wir das alles so machen, wie es geplant war. Guck mal eben kurz hier rein und lauf mir du nicht weg, bitte. Ja, das Paradies der Fische. Haben wir unser Dings dabei? So, jetzt kriegt der... Boah, ich habe nichts zum Töten. Aber du bist doch auf Helfen, oder? Dann pass mal auf. Wir üben mal an dem Großen hier. An dem großen Riesenfisch. So. Hat sich nicht gelohnt. Okay, roher Fisch. Wie viel kriegt man da raus? 14. Wie bist denn du eingestellt, Mary? Wieso hilfst du mir nicht? Auf neutral. Alles klar, pass mal auf. Dann machen wir Verhalten auf dein Ziel angreifen. So, jetzt kannst du mithelfen. Komm mit. Komm mit, kleine Mary, lass dich nicht so hängen, hilf mir, die Quastenflosse abzuhängen. Und er sinkt wieder, also das bleibt natürlich, wie es ist, ne? Mary, ach so, weil der mich nicht angreift, der Fisch. Das sind keine aggressiven Fische. Doch jetzt, nein, tu mir nichts, Quasti. Ich krieg den doch mit der Axt platt, ich weiß nicht, wo ich meinen Speer hin hab, Leute. Ich weiß nicht, wo ich meinen Speer hin hab. Allerle. Ich brauchte nur so 200 Fisch für den Benno. Mehr will ich ja gar nicht. Wieso greift die mein Ziel nicht an? Ich hab doch, das ist doch mein Ziel. So, stopp, stopp, stopp. Jetzt tut sich was. Jetzt tut sich hier was. Hallo? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie nicht, das läuft nicht so gut. 14 Fisch, ne? Hast du den gerade abgebaut? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich sehe nur Fleisch. Ja, das bringt nichts. Oder hast du zufällig meinen Speer? Hast du überhaupt eine Waffe? Ja, aber ich habe keine Munition für diese Waffe. Das ist doof. Oh, weiter geht. Ja, ja, ja. Du weißt, was du willst. Du weißt, was du willst. 43, Leute. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wieso mache ich das nicht vom Bär aus? Weil ich es nicht so richtig sehe, gell? So, Leute. Fisch. Und dann guckt man nochmal nach Honig. Eventuell übernachten wir aber auch einfach in der Ecke hier. Weil ich glaube, den hast du totgebissen. Du musst ihn jetzt nur noch looten. So, kurz rumdrehen hier, LKW-mäßig. Ja, 18 roher Fisch, das ist nicht viel, aber wenn wir ein paar noch platt machen, dann passt das für mich. So, ja, jetzt sehe ich auch was. 37 Fisch, jetzt kommen wir. Alles klar, Lemanerle. Hier geht's weiter, packt ihr den, packt die alle. Sehr schön. Den baust du jetzt noch ab. Jetzt reicht's, Leute. Jetzt bin ich zufrieden, dann hat der Benno nämlich seinen Fisch im Trog. Dann passt die Geschichte, weißt du? So, jetzt brauchen wir aber noch... Oh, den blauen machst du noch. Jawohl, so ist es recht. Der Benno freut sich. Da drüben sind zwei Bienenhive-Leute, glaube ich, am Wasserfall. Links und rechts, seht ihr die? Ich weiß nicht, ob wir hinkommen. Wir probieren es auf jeden Fall. Gerade im Augenwinkel noch erst spät. Boah, die hängen aber bescheuert. Die hängen aber echt blöd. Für einen Bär. Da müsste ich ja fast mit dem Paraseer und... Boah, die kriegen wir nicht, ne? Die kriegen wir nicht, Leute. Es sei denn, ich hopf von oben runter. Warte mal, wir geben erst auf, wenn es wirklich vorbei ist. So, hier hoch. Hier kommst du aber hoch. Komm, hier schaffst du, Mary. Hier schaffst du. Hast du gut gemacht. So, jetzt mach langsam. Ich will gucken, wo die sind. Wo waren denn jetzt die Haiflen? Pass mal auf. War mal so. Okay, der eine klitscht da. Und der andere? Der war da drüben, glaube ich, ne? Ich probiere da jetzt mal langsam runter zu gehen. Machen wir das so. Du darfst jetzt nur nicht ganz runter klitschen, ne? Schaffst du das? Ich höre ihn auf jeden Fall schon mal. Genau unter uns. Das kommt mir vor wie Puderbär, Leute. Der hat doch auch alles Mögliche auf sich genommen, um an Honig zu kommen und ist dann immer vom Baum gestürzt, oder? Mary!
Na, er hat nicht hingehauen. Schade. Ich überlege gerade. Weißt du, wenn das die einzigen sind, die ich jetzt noch finde? Scheiße, dass ich da nicht hinkomme. Das ärgert mich. Ja, ich muss mir echt Strukturen eigentlich holen, jetzt, um das aufzubauen. Sollen wir das wirklich machen? Oder geben wir lieber Gas und schauen, dass wir noch einen anderen Spot finden? Ich weiß es gerade nicht. Das wären halt 30 Honig jetzt, ne? Das wären halt 30 Honig. Jetzt gucke ich mal da hinten noch ein bisschen am Felsen entlang. Falls ich keinen mehr finde, komme ich kurz mit Strukturen hier wieder. Dann baue ich jetzt echt eine kleine Treppe nach da oben und dann looten wir die Dinger. Das sind 30 Honig, dann haben wir das Ziel schon mal erreicht für dieses Ding. Für den Bienenhive. Oh, stopp, wenn ich es schon gerade sehe. Mach das weg. Ja, komm. Die können wir zwar in den Highlands auch holen, aber wenn sie schon hier rumstehen. Weißt du, im Kühlschrank heben die ja eine Weile. So. Das ist doch schon mal perfekt. Weiß noch jemand, wo die Karawane war? Hatten wir eine Karawane dabei, Leute? Ich bin mir schon immer so sicher. Ha, komm, zwei Bienenhäuflein, das wäre super, dann kann ich das... Die Terrorbirds, die sind da drin gefangen. Dann lasse ich die mal. Ich lasse die jetzt einfach mal. Wird es schon wieder dunkel? Nee, es ist erst Mittag. Gut. Hier sind jetzt keine Bienenstöcke spontan. Dann würde ich sagen, ich schaue da hinten noch rum, dann laufen wir zurück und holen Strukturen. Ja, komm, was soll der Geiz? Wir haben doch Zeit. Also, nur, dass ich jetzt zielstrebig heim will, heißt jetzt nicht, dass wir aufhören hier genießen und so, ne? Das nicht. Wir machen jetzt nur keine ewig Abstecher. Das habe ich damit gemeint, ne? Jo, guck mal, da unten ist ein ganzes Raptor-Rudel. Lass die mal stehen. Lass die mal stehen. Du wirst schon sehen. Du hast hier alles schön gemacht. Hier könnte eventuell noch Honig sein. Ich guck mal eben am Fluss entlang. Der Benno ist zufrieden, der kriegt jetzt gleich das Zeug in den Futtertrog. Und dann passt es. Hier war kein Giga, oder? So, Leute. Nee, ich glaube, es macht Sinn, dass wir kurz da das Strukturding aufbauen. Und dann laufen wir halt morgen zielstrebig durch die Wüste. Dann können wir vielleicht die zwei Spots, die wir heute angegangen sind, nochmal zusammen angehen. Jetzt muss ich nur eben mal gucken. Pass mal auf. Pass mal auf. Stopp kurz runter. Schau mal hier rein. War das hier drin? Lalalali, lalilala, geh mal hoch. Irgendwo habe ich das, glaube ich, eingeladen. Ich hoffe, dass ich es mit habe. Nee, ich habe es nicht mit. Wie bescheuert. Wie bescheuert, wie bescheuert. Oh, du musst noch mal kurz runter zum Bär. Ja, Mary, die braucht deinen Honig. Die braucht deinen Honig, Baby. Das kannst du mir mal mit rübergeben. Den Fisch wollte ich in Drog. Das nehmen wir auch mit rüber. Das nehmen wir auch mit rüber. Das auch, das auch, das auch, das auch. Das reicht mir erstmal. So, erstmal einen Kühlschrank. Jo, das machen wir jetzt noch. Dann bauen wir das jetzt halt irgendwie auf. 35, wir brauchen auf jeden Fall noch Honig. Und mit den zwei Spots haben wir 65. Dann sind wir durch, Leute. Die Blumen wollte ich einlagern. Das mache ich jetzt auch mal hier rein. Ja, komm, mach mal die Bären hier rein jetzt so lange. Dann weiß ich, wo die sind. So, Benno. Hast du deinen Fisch? Hast du deinen Fisch? Dann ist alles gut. Ja, jetzt habe ich das Scheiße. Ich habe das nicht richtig bedacht. Ich habe das nicht richtig bedacht. Das sind zwar, ist aber nur eine Rampe. Da ist nur eine Rampe. Ich könnte natürlich den Zähmkäfig veruntreuen. Wir gucken mal eben. Wenn ich muss jetzt tatsächlich noch farmen gegen Schwind, aber ist jetzt kein Problem. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wer verfolgt uns da noch? Ah, du bist es. Du bist der Folgen. Du hast den Zähmkäfig dabei. Allerdings kann ich damit nichts anfangen. Ich brauche Fundamente. Du hast kein Fundamente, oder? Nee. So, wir gucken mal, ob ich Mats brauche. Ein Hin- und Hergehüpfe. So, wir brauchen auf jeden Fall Stein, Fundamente. Ich würde sagen, 5 Stück. Wie viel können wir? 1. Was kämpft denn jetzt hier gegen uns? Haben wir die Raptoren hierher gepult? Wir haben nur ein Fundament gerade gebastelt, ne? Das ist nicht wirklich viel, Leute. Ich kann ja mal bei Holz reingucken, ob wir Holzfundamente basteln können. Nee. Holz und Stroh. Also Holz und Stroh und Stein. Brauchen wir auch Stein? Ich guck mal eben. Nee, Stein haben wir noch ein bisschen. Ich guck mal kurz durch, Leute. Pass mal auf. Pass mal auf. Stein. Barry hat Stein gesammelt. Perfekt. Stroh haben wir bestimmt nirgends mehr drin, oder? Nee. Und Holz wahrscheinlich auch nicht. Ich guck mal eben. Doch. Nehmen wir mal hier noch 60 Holz raus, dann brauche ich nicht so viel holen. So, Stroh, Stroh und Holz. Da hat es schon Bäume. So, Leute, pass auf. Jo, Alter, sorry. Tut mir leid, tut mir leid. So.
Ja, dann holen wir uns jetzt hier geschwind ein bisschen was. Wisst ihr, was ich vorhabe, ne? Ich will einfach so zwei, drei Strukturen geschwind aufsetzen unter die Bienenhives mit einer kleinen Rampe, dass der Barry oder die Mary hochkommen und dann holen wir uns die zwei Spots. Dann haben wir das Honigthema aus dem Kopf, würde ich sagen. Wir machen jetzt auch ein bisschen länger dann halt, obwohl ich eigentlich die Folgen kürzer halten wollte, die nächsten drei, vier Tage. Aber das kennt man ja. Das kennt man ja nicht anders. Denkt dran, hier waren Raptoren irgendwo, ne? Muss ja nicht sein, dass wir jetzt sterben. Das wird reichen, oder Leute? Was meint ihr so? Guck mal. Zurück zur Karawane. Schalalalalalalum. Zurück zur Karawane. Schalala und schalalum. So. Jetzt pass auf. Ja, ich will zurück in Redwood, Leute. Ich habe voll Bock, das jetzt weiterzubauen, das Thema. Das kommt jetzt hier rüber. Jetzt gehen wir nochmal bei Stein rein. Ich würde sagen, eins, zwei Stück müssten reichen. Dann brauchen wir noch zwei Rampen. Stone Ramp. Eine habe ich eingelagert schon. Nee, eins, zwei, drei. Und hier machen wir auch nochmal eins davon. Okay, also ich habe jetzt praktisch eins, dann setze ich zwei. Das müsste reichen. Probieren wir einfach, ob es geht, aber es muss ja gehen. Ich baue es dann wieder ab und dann ist alles gut, ne? Ich habe drei Rampen. Das heißt, eine Rampe an ein Fundament. Dann mache ich ein Doppelfundament. Das sind dann zwei und drei. Und dann bräuchte ich aber noch mehr Fundamente. Dann bräuchte ich noch mehr Fundamente. Eins. Ja, jetzt gucken wir mal, was rauskommt. Ist jetzt so halb organisiert. Ich glaube, dass es hinhauen wird, wenn nicht. Wir lassen uns immer was einfallen, ne? Zur Not mache ich es offscreen. Nee, Spessle. So, Leute, wo ist unser Bärsche? Wo ist unser Bärsche? Der hopfelt da unten noch irgendwo rum. Hier ist sie. Mary. Mary, my friendin. My friendin. So, wo war denn das? Das war hinten am Wasser, ne? Alles klar, wir kommen gleich zurück. Karawane bleibt stark. Und dann können wir wahrscheinlich jetzt, wenn wir eh nochmal jetzt hier hin und her basteln, den anderen... Hier sind auch nochmal zwei. Und an den komme ich, glaube ich, ran. Die habe ich vorhin nicht gesehen. Sonst hätte ich es erst hier probiert. Mary? Mary, die wollen wir. Die wollen wir. Ja, aber dann kämpf gegen die. Kämpf gegen die. Da ist auch einer von diesen komischen Ich-hau-dich-vom-Viech-runter-Ding. Jo, das ist es. Jetzt kriegen wir Fett ab. Jetzt kriegen wir Fett ab, Leute. Oh, Lego Mio. Oh, Lego Mio. Ich bin betäubt. Ich bin betäubt. Mary! Mary, mir wird's langsam zu eng. Mary, ich liebe dich. Mary! Der Raptor hat uns. Mary! Boah. Hallo, Servus, le. Schön, dass ihr da seid. Ich habe so einen tierischen Schreck gekriegt jetzt. Vor lauter Honig. So langsam. Ich bin so erschrocken. Oh, Mary, guck mal, du hast es erreicht. Wenn du das jetzt schaffst, dass wir den hier holen. Jo, die 15 haben wir. Jetzt haben wir mal schön... Da weiß ich nicht, da werden wir ohne Rampe nicht hinkommen. Leute, ich bin so erschrocken. Wir müssen Rüstung reparieren, ne? Aber ihr habt es ja wahrscheinlich gehört. So, ich gehe auch gar nicht vom Bär runter. War eine blöde Mischung gerade, ne? War eine blöde Mischung gerade. Da bin ich erschrocken. So, pass auf. Unter dem Bienenhive wäre hier. Einmal. Na, das ist zu wenig. Der hängt zu hoch. Aber mit dem habe ich ja auch nicht gerechnet gerade, ne? So, pass auf. Den machen wir hier noch drauf. Alterle, alterle. Da machst du was mit. Doch, das müsste hinhauen. Das müsste hinhauen, Leute. Das schaffen wir. Lalalali, lalilala, da kennen wir nichts, da kennen wir nichts. Jo, das reicht. Da guckt uns schon zu hier und denkt, was macht denn der Voucher da unten? Neuer Trick für Honig. Noch ein Kackerle gemacht? Geh von meinem Honig weg. Guck mal, wie er zielstrebig da drauf zufliegt, als ob er sagen wollte, danke, Vouch. Quält mal. Okay, halt, stopp, da brauchst du noch ein Ding, Fundi. Ja, und jetzt hoch. Tja, dann kriegst du halt auch deinen Lack ab, verstehst du? Wir haben die 15 Honig, Leute. Das heißt, wir sind jetzt honigmäßig durch. Aber jetzt hole ich die anderen natürlich auch noch, wenn wir jetzt schon das Konstrukt hier gebaut haben. Oh, dann haben wir doch ein schönes Thema für die Folge. Honig geklaut. Honig geklaut und Rüstung verloren. Lässt mich das nicht... Ah, doch. Mach am besten nichts kaputt, du brauchst das gleich nochmal. Kann ich den Bienenstock? Nee, schade. Hätte ja sein können, dass ein Bug drin ist. So, Bug-Using. So, Leute. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich echt glücklich, weil jetzt haben wir tatsächlich den Honig, den ich wollte. Und wahrscheinlich gleich noch viel mehr. Und sie wird so schön schnell. Ich liebe das ja. Ist gut, Baby. Ist gut. Du machst es ganz, ganz toll. Du machst es wirklich ganz, ganz toll. So, jetzt legen wir die da wieder unten drauf. Dann brauche ich nicht jedes Mal im Inventar das ziehen. Und Scharwübbel. Ja, ist gut. Setz das hier hin. Ich hoffe, dass es hier auch reicht.
Guck mal, jetzt gehe ich automatisch schon ins Inventar, weil ich so gewohnt war, ne? Sollen wir das hier genauso machen wie gerade eben? Wieso gehst du denn ständig ins Inventar? Ich habe es doch rausgelegt. So, flapp und flapp. Mederle zurück, mein Spätzle. Oder zwei. Achso, wir schwimmen hier so also halb deswegen. Okay, jetzt kann natürlich sein, dass wir hier so ein bisschen flach sind. Das heißt, ich hau dir hier mal noch eine Rampe hin. Und jetzt geht's hoch. Wir holen uns... Ich komme mal echt vor wie Puderbär. Das gefällt mir so tierisch gut gerade. Langsam. Ja, lass dich mal anschauen dabei. Dann sehe ich es besser, wann du rum musst. Ah, knappe Geschichte. Aber es läuft. Mary. Doch, doch, ich hab's gesehen. Ich hab das jetzt... Yo, da haben wir wieder Honig. Da haben wir wieder Honig geholt. Sehr schön. Ja, man muss nur ein bisschen erfinderisch sein. Hauptsache, wir kommen an unser Zeug. Meine Lieben, jetzt haben wir natürlich die Folge wieder auf der So... Ich kündige jedes Mal kurze Folgen an und komme dann mit langen ums Eck, ne? So. Flap, 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 flap. Kennen wir nichts. Und den da holen wir jetzt auch noch. Und dann bin ich zufrieden. Dann machen wir die Nacht halt hier am grünen Obelisk. Metermäßig sind wir heute wieder nicht weit gekommen, aber das Ziel, den Honig zu schnappen, für unser Bienenhive, für den etwas teureren, das läuft. Wenn ich hier eine Rampe hinkriege, das müsste eigentlich gehen. Ich probiere es mal eben. Das reicht, aber ich komme noch nicht ganz hin, gell? Das wird nix. Das wird so nix. Das wird so nix. Nee. Oder, vielleicht sollte ich es mal probieren. Doch, das haut hin. Nee, ich glaube, das Bärle glitscht gerade ein bisschen blöd rum. Wo bist du jetzt gelandet? Geh noch mal da hoch. Nee, muss ich nochmal abbauen. Ich setze hier mal kurz hier hin. Das ist mal zu wackelig im Moment. Pass auf, wenn ich hier bin. Ich will jetzt hier noch eine Struktur reinklemmen. Okay, das funktioniert so schon mal. Dann kommt man nämlich auf jeden Fall schon mal eins höher, als ich gedacht habe. Bauen wir das hier ab. Jawohl. Knarre weg. Und... das und das hier hin. So. Komm, wir probieren es mal so. Wenn nicht, baue ich tatsächlich noch eins höher. Ja, wie will ich es denn anders machen? Ich habe keine Ahnung gehabt jetzt, wie ich es besser hinkriege. Guck mal, das reicht doch. Nein, Mary, Mary. Doch, es hat gereicht. Ich habe die 15. Leute, wir können gehen. Wir können zurück. Dann machen wir jetzt hier Schluss. Morgen geben wir ein bisschen Gas. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr mit der Karawane machen, als hier in der Gegend rumeiern, dass wir in die Wüste kommen. Dann schauen wir uns da natürlich ein bisschen um. Also ich werde jetzt nicht in die Wüste reiten und dann auf Teufel komm raus in Redwood vorhechten. Geht mal davon aus, dass wir noch so zwei, drei Folgen unterwegs sind und dann sind wir aber daheim. Und dann bauen wir. Das Fiomiale gibt auch nie auf hier. Waren wir so weit da vorne? Weiß das noch jemand? Wo ist die Karawane? Wo ist die Karawane, Mane? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube aber, das war unser Bienenfelsen hier. Jo, da stehen wir. Also, komm, wir bringen den Honig noch zusammen zum Kühlschrank. Dann verabschiede ich euch, Leute. Mittwochmorgen ist Bergfest-Folge. Und ich würde sagen, Bergfest sollte auch die Mitte sein der Heimreise. Dass wir dann so gut wie daheim sind. Guck mal, 60 Honig haben wir uns geschnappt. 60 Honig. Jetzt müssen wir nur noch genug Blumen sammeln. Das mache ich dann in den Highlands. Und dann ist gut. Dann können wir den Bienenhive bauen, den großen. 95 Honig, Leute. Alles klärle. Gut, dann mache ich an der Stelle Schluss. Lass uns mal ganz kurz noch einen Blick zusammen riskieren. Den Felsen da vorne will ich morgen noch angucken, glaube ich. Direkt vor uns den Felsen. Und dann biegen wir um den Felsen rum in die Wüste ein, ne? Alles klar. Wir gucken natürlich morgen nochmal nach diesem Hive, ob da nochmal was drin ist. Und dann ziehen wir weiter. Ich freue mich auf euch, Leute. Habt einen wunderschönen Nachmittag noch. Genießt den Nachmittag, wenn ihr frei habt. Und wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann.